Es ist der 15. August 2021. Wir haben den i3 jetzt noch circa 11,5 Monate und wir werden jetzt zum Carsharing-Anbieter iLoop fahren, unweit von mir entfernt. Ich war gerade Radfahren, habe dort zwei Tesla Model 3 stehen gesehen und einen werden wir uns jetzt schnappen und kurz einmal testen, wie ich mir mit dem Wagen tue, wie die Haptik ist, ob er mir zu wenig Knöpfe am Lenkrad hat. Jetzt habe ich mir kurz einmal nachgucken müssen, weil das brauche ich unbedingt für die Garage, wie man bei diesem Fahrzeug die Spiegel einklappt. Weil die muss ich unbedingt einklappen, sonst komme ich nämlich gar nicht in die 30 Jahre alte Garage. Naja, schauen wir. Kurze Strecke fahren, halbe Stunde vielleicht oder sowas und dann schauen wir, ob das Tesla Model 3 ein großer oder Favoritenanwärter für den Nachfolger des i3 wird. Und außer den Seitenspiegeln brauche ich natürlich auch eine Ausstiegsmöglichkeit auf der rechten Seite, weil ich verkehrt in die Garage fahre und dann rechts aussteigen muss. Und da wird es die Mittelkonsole wohl im Wege sein. Weil jünger wird man nicht und ob ich in 10 Jahren da nochmal drüber steigen kann, werden wir sehen. Wenn nicht, und ich habe so ein Model 3, dann demontiere ich halt die Mittelkonsole. Wer braucht das? Das ist das Bequeme bei i3, weil ich einfach rübergehe. Finde ich ganz toll. Wir haben kein Getriebe und deshalb brauchen wir auch keinen Mitteltunnel. Und das Handy kann ich sonst wo laden. Zum Beispiel im i3 hier in der Armlehne. Wireless. Und um was für ein Model 30 handelt, vermutlich um die billigsten Modelle, weil ja Carsharing wird sich kaum Performance-Modelle nehmen. Um 60.000, 70.000 Euro. Jetzt nehme ich an, dass das das normale billigste Model 3 ist mit Hinterradantrieb. Ich glaube Beschleunigung 5,6. Wir haben hier 6,9. Und das werden wir uns auch ansehen, ob das Welten sind. Diese paar Zehntel. Ja, hier auf der linken Seite haben wir schon ein weißes Model 3 iLoop. Und hier steht aber auch einer und wir werden uns diesen schnappen, der hier in der Bernoulli-Straße steht. Nach dem Mini. Schau, da ist er. Carsharing. Hier haben wir jetzt die iLoop App. Wie starten wir? Ja, hier sehen wir schon unser Standort. Und diesen werden wir uns jetzt schnappen. Kennzeichen. Dieses IK buchen. Was machen wir? Schadensreport. Gib mir auf das Symbol, um Schäden zu melden. Keine Schaden. Gut. Hier ist das Auto sauber. Das Auto schon offen. Ja, das ist kompliziert. Gut. Ich glaube, jetzt ist offen. Ich kann aufsperren. Schaden melden. Bestätige keine Schäden. Das ist. Was heißt das? Trieb beenden, das heißt, das dürfte schon funktionieren. That's it. Ja. Ja, da brauchen wir nichts konfigurieren, da ist gleich leider. Schaut euch das an. Ja, mein erster Sitzplatz in einem Model 3. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist ein Display. Also erster Eindruck.
Mein Porsche. Ja. Spiegel sind gleich eingeklappt. Können wir gleich mal probieren. Da, das Autosymbol habe ich gelesen. Spiegel. Ich will es nicht einstellen. Ich will es eigentlich Auto einklappen, der Spiegel. Da haben wir schon die erste Spiegel. Na schau. Ausklappen. Ja, da haben wir es. Zehn Button, ausklappen. Ja, erster Eindruck auf jeden Fall. Ja, wieder. Soundsystem, ja, da habe ich auch schon Internet geschaut, oder? Ja, kann man lassen. Ähnlich dem i3 mit Harman Kardon. Aber hier ist sicher kein super Soundsystem verbaut, weil das billigste Modell ist. Aber ich muss sagen, das Display ist schon mal grenzgenial. Also, es kann was werden. Ja, da werden wir ein Stück fahren, da es ja hier keinen Start-Stopp-Knopf gibt. Wenn wir einfach nur auf die Bremse steigen. Was ist jetzt da? Mhm. Das heißt, es hat sich der Sitz verstellt, das Lenkrad hat sich verstellt. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Aha. Das heißt, das war noch gar nicht die Fahrposition. Der Sitz ist ein bisschen nach unten gegangen, nach hinten gegangen. Ja, man sitzt sehr gut. Seiten halt. Ja, aber wir wollen ja fahren. Ich bin ja ein bisschen erschrocken. Das heißt, nach unten, Bremse, nach unten, 0 km/h. Und wo steht jetzt Drive? Ah, da. Ein bisschen hervorgehoben. Na ja, dann werden wir schauen. Ja, wir rollen. Los geht's los. 14:30 dürfen wir. Da ist die i3. Hallo. Ja, hier ist alles verstellt, der Spiegel, da muss ich meinen Kopf heben. Ja. Die zwei Backen da, ähnlich wie ein Porsche. Jetzt kommt gleich der E-Roller. Der E-Roller, von dem lassen wir sich nicht überholen. Die zwei Jungs haben da geschaut jetzt. Ja, kurz einmal aufs Spaßpedal gesprungen. Nicht schlecht. Ob das Ding einen Autopiloten hat, bin ich natürlich überfragt. Im Internet sehe ich immer, dass der den Hebel da, den Fahrwählhebel, zweimal nach unten drücken. Ob der das kann, werden wir dann irgendwo ausprobieren. Ja. Freudig auch zu sehen, dass das Model 3 hier keine Gedenksekunde hat. Wir fahren jetzt 30, Vollstrom. Ja, der geht sofort. Ja, toll. Ich merke aber auch, Performance-Modell ist es natürlich auch nicht, weil da bin ich schon mitgefahren beim Herrn Enercap. Ist noch einmal 2 Stufen höher. Aber ja, Rekuperation passt auch. Ist mir auch sehr wichtig. Eigentlich ähnlich dem i3. Ja, 25 komplett runter. Und wir stehen. Bleibt auch stehen, also bremst bis zum Stillstand. Ist auch positiv, es gibt Autos, da muss ich dann den letzten Kalmar dann runterbremsen. Ja, erster Fahreindruck, eigentlich ganz normal. Diese Linien werden wahrscheinlich, hoppala. Alles vergrößern da, ja. Diese Lehnen, diese Orangene ist wahrscheinlich ein Hindernis da, der Randstein. Jetzt sehen wir. Und hier werden die Autos angezeigt, das kennen wir auch nicht. Fährt einer nicht mehr. Hm.
fahren es die Oldtimer. Ja, der Rundumblick ist da ein bisschen schlechter, weil es dahinter bergab geht. Das sehe ich beim i3 mehr, aber an das gewöhnt man sich wahrscheinlich. Ja, das Gasdach ist natürlich ein Wahnsinn. Das Auto bremst auch, wenn es bergab geht, so wie beim i3. Wir brauchen also nicht auf die Bremse zu steigen. Äußerst positiv. Wir haben hier 170 km Reichweite. Geil. Schon alleine, dass es hier keine Gedenksekunde gibt, sondern wenn ich beschleunigen möchte, dann macht das Auto auch das. Also, genial. Ja, hier interessant, 76 cm. Ob das jetzt das Hindernis ist? Vermutlich, ja. Oder meint er da die Ampel? Ampelrot. Ja, ist schon sehr interessant, was hier angezeigt wird. Das kennen wir nicht. Push the feeling. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Hause. Der i3, den haben wir dort stehen gelassen. Und wir werden jetzt den Garagentest vollziehen und schauen, ob dieses wunderbare Fahrzeug von Elon Musk irgendwie in die Garage passen könnte. Hoffentlich. Und auch das anfangs skeptische, hier vorne gibt es nichts. Wo ist der Tacho? Also das stört null, wenn hier die Anzeige ist, weil im Prinzip ist es links oben und fast im Sichtfeld, also stört überhaupt nicht. Jetzt werden wir mal probieren, was er da macht, wenn ich da zweimal nach unten drücke. Zack, zack. Ui, er fährt alleine. Heißt, der fährt wirklich allein schon. Macht nichts. Blaue Linien ist klar, aber er fährt da ein bisschen zickzack. 52 Max. Hier ist 30. Schauen, was er macht. Ja, hier fährt er auch schön. Ja, ein bisschen tut er da korrigieren, links, rechts. Und er hat die Geschwindigkeit reduziert. Ja, Autopilot in der Stadt, Jungs. Ja, Hände ans Lenkrad vermutlich. Einmal kurz berührt. Aber ich muss sagen, der fährt eigentlich zickzack da. Das sieht man da jetzt schlecht. Wir sollten jetzt weiter rechts fahren. Er korrigiert da links, rechts. So, wenn ich jetzt stark am Lenkrad zähle, ist es ausgeschalten. Ja, ein Durchgang, schönes riesiges Bild. Und wir werden jetzt die Garagenzufahrt prüfen und ob er in die Garage passt. Einparken in der Garage. Hier werden mir auch die Zentimeter angezeigt. Irgendwann. Jetzt war es gerade wieder da. Nummer 3 vorne. So, Retourgang nach oben. 54 cm. Das gibt es bei i3 auch nicht. Zur Anmerkung, das Auto ist einiges tiefer wie der i3, wenn ich hier aussteige. Hm.
Prost, Höhe. Schauen wir mal, ob dieses Teil in dieses kleine Garagentor passt. Das ist noch ganz wichtig, Fahrzeug einklappen. Ich bin wieder eingestiegen, man steigt auf die Bremse und das Lenkrad und der Sitz verstellt sich wieder in Fahrerposition, die hier gespeichert ist. Okay, dann würde ich sagen, Hebel nach oben und wir probieren es einmal. Ja, meine Frau macht hier Kontrolle. Hier ist die linke Seite und hier die rechte Seite. Also meine Frau sagt halber Meter. Also jetzt brauchen wir nochmal die Länge. Ja, meine Frau sagt, also bedenkenlos, also ein halber Meter Platz. Ist den eigentlich schon drin? Jetzt brauchen wir nochmal schauen. 70 cm. Wie es hinten ist, Stock. 70 cm, wie viel das Auto hat? Das Auto sagt schon Stopp. Naja, 40. Ah, warte, ja, wie hast du wirklich recht? Ne? Meine Frau ist eine gute Schätzerin. Hier steht nämlich auch 40. Stopp. Ja, okay, weiter geht's nicht. Wir stehen hier am Winterreifenstapel. Das sind die Winterreifen, glaube ich, vom i3S oder vom Mini. Also, er ist doch nicht so breit, wie ich geglaubt habe. Wir stehen drinnen. Hurra. In eine Parkposition gehen. Ich glaube, das ist dieser Knopf da. Schauen wir mal. Parken, ja, hier versteckt sich wieder alles. Sitz geht wieder retour. Das Display, da habe ich mich sofort verliebt. Also, das ist genial. Ja, und damit ich jetzt probiere, ob das Garagentür auch zugeht, weil das Auto ist ja um 70 cm länger, muss ich hier jetzt Turnübungen machen, um über die Mittelkonsole drüber zu kommen. Ja, schauen wir. Ja, einmal. Notfalls funktioniert es. Aber ob das in 10 Jahren auch noch so sein wird? Ja, tolles Auto, muss ich sagen. Und das Display. Ich habe immer gesagt, ich möchte mich gerne in der Zukunft fühlen und mit diesem Display ist es, glaube ich, hinreichend erfüllt. Das Garagentor hier ist schon die Schnauze. Aber es geht zu. Hallo Tesla! Ja, da ist er nun, der Tesla. Nicht meiner, aber sieht alles ganz gut aus, würde ich sagen. Und der Einstieg ist auch, kennt man ja, unproblematisch. Innen elektronisch. Ja, Display ist toll. Irgendwas knattert da immer. Jetzt einmal. Klack, klack, klack. Sehen wir, das ist. Ja, was haben wir da am Display? Autosymbol, Navigation da wahrscheinlich nicht, Musik, mal hier, was ist das da? Ah, ist die Rückfahrkamera, links, rechts. Da haben wir den Scheinwischer wahrscheinlich, was ist das da? Ah, Kalender in der Energie, das zeigt er mal da, naja, das ist wahrscheinlich der Verbrauch. Was haben wir da? Das ist der Sitz wahrscheinlich, ne? Oder Sitz, Sitzheizung, ja. Fällt mir aus, brauchen wir nicht. Das wird die Klima sein. Und wieder das Auto. Wo ist. Sind die Spiele?
mit keiner spielen. Verlieren, Display, Fahren, Autopilot, Navigation, Sicherheit, Service, Software. Handschuhfach kann man da öffnen. Ups. PIN haben wir nicht. Musik. Aber eigentlich müsste das da irgendwas sein. Haben wir da oben auch irgendwas? Schnellzugriff, außen, navigieren. Kann man da irgendwas umstellen da? Da kann man natürlich drehen. Das genau haben wir nicht reinigt. Wo schalten wir denn da um? Dieses. Ist das da? Ah, da. Ja, das ist ein anderes Kaliber der Monitor. Ja, okay. Spiele, weiß ich jetzt nicht, wo das sind. Drum vielleicht irgendwo. Nein. Aber beim nächsten Mal ist er nur so ein kleiner Kurztest, ob das Auto in Frage käme. Und das schaut sehr gut aus. Einstellungen, Schnellgriff, Schnellzugriff, bla bla bla. Ja, das war mein Mini-Kurztest vom Model 3. Ein i3-Fahrer, der 2 Jahre lang i3S fährt. Fährt das erste Mal Model 3. Und ja, passt mühelos in die Garage. Keine Gedenksekunde, Riesendisplay. Ja, ich würde sagen, das Auto macht Spaß. Und wäre ein würdiger Nachfolger für den i3. Wir haben noch 11,5 Monate Zeit, schauen, was passiert. Aber ich bin sehr zufrieden, außer dieses komische Knattern da. Keine Ahnung, was das war. Ist meiner Frau schon aufgefallen, wie sie das Video gemacht hat, wie ich mich da vor die Garage gestellt habe. Ja. Toll. Ich glaube, die Rekuperation ist beim i3 minimal stärker. Kann ich aber jetzt nicht genauso verifizieren, da müsste man nebeneinander fahren. Und die Zeit habe ich jetzt nicht, weil das ist auch ein Leihauto und Leihautos kosten. So, wir fahren jetzt 24 und wir probieren jetzt aus, was der Autopilot macht. Beschleunigt auf 30. Das ist unglaublich. Fährt hier alleine. Nicht gut gewesen, weil da war er jetzt gerade gefahren. Ja, da muss er die Nilo anrufen, weil so geht es nicht. Ja, es war jetzt nicht ungefährlich, dieser Autopilot-Test, weil diese parkenden Autos, die jetzt mit einem gewissen Abstand zur eigentlichen Fahrbahn gestanden sind, wurden hier nicht so erkannt und ja, musste eingreifen, hat er alles blinkt und geleuchtet. Ja. Okay. Gut, dann packen wir uns wieder ein, steigen in unser gewohntes Fahrzeug und freuen uns. Model 3, Daumen hoch, muss den Elon anrufen. Und den Einparken auch sehr nützlich, wenn ich hier jetzt den Retourgang reingebe, wie bei i3, der Spiegel senkt sich, damit ich hier den Randstein schön erkenne. Ja, ich glaube, das passt so. So, unser Test ist beendet. Bin begeistert. Wir werden hier auf Parkposition gehen. Da sind wir schon weg von der Bremse. Und werden die Miete jetzt beenden. Trip beenden. Bereit deinen Trip. Zum Trip beenden. Fahrt erfolgreich beendet. Das Auto hüpft hier. That's it. Wir
sitzen wieder E3. Das hätte ich nie geglaubt. Ich bin jetzt eingestiegen, habe vorne mir hier das Cockpit angesehen und hatte sofort den Eindruck, hier ist alles überladen. Hier gibt es zu viele Knöpfe. Also das hätte ich nie geglaubt, dass das so ist. Ich habe zuerst geglaubt, im Model 3 gibt es zu wenig. Ich weiß nicht, ob man den Scheinwischer einschaltet oder die Spiegel klappt oder die Musik lauter macht. Hier ein Klassiker, grüne Ampel. Ups. Und wir sind wieder. Mit Leichtigkeit und ohne Gang fahren wir im Sachsengang. Ja, ja. Wir sitzen gerade bei der Nachhausefahrt und diskutieren über dieses Knistern und Knarren. Vielleicht sieht der eine oder andere Model 3 Fahrer das. Das links, rechts, hinten, vorne geknistert, sogar bei der Ausfahrt aus der Garage, ganz langsam. Ich weiß natürlich nicht, was das ist, weil ich keine Erfahrung mit dem Wagen habe, aber vielleicht schreibt mir mal irgendjemand, was dieses Knistern ist. Ich hoffe, es ist bei den Aufnahmen zu hören. Ja. Ja, jetzt endgültig, das war mein kurzer Model 3 Test. Ob er für mich in Frage kommt, das tut er. Und ich freue mich schon auf die nächste Fahrt. Ilup, Carsharing. Zu allerletzt muss ich noch etwas loswerden. Wir sind jetzt ausgestiegen aus der Garage und meine Frau hat tatsächlich gesagt, dass der altmodisch ist, weil sie jetzt in dem zweiten UFO unterwegs gewesen ist. Als tatsächlich geschissen, wenn ich erst einmal geimpft bin.